Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf mich zunächst mal bedanken für die Einladung, vor Ihnen, vor euch sprechen zu dürfen. Staatsangehörigkeit Deutsch, so lautet mein Thema, wie die BRD versucht, uns staatenlos zu machen. Ob es ihr gelingt, der BRD uns tatsächlich staatenlos zu machen, das wollen wir uns im Verlaufe dieses Vortrages einmal ansehen. Ja, zur Einstimmung bringe ich immer ganz gerne diese Folie hier. Es gibt kein gutmütigeres, aber auch kein leichtgläubigeres Volk als das Deutsche. Keine Lüge kann grob genug ersonnen werden. Die Deutschen glauben sie. Um eine Parole, die man ihnen gab, verfolgen sie ihre Landsleute mit größerer Erbitterung als ihre wirklichen Feinde. Das sagt unser Nachbar Napoleon, der ja die eine oder andere Erfahrung mit den Deutschen gemacht hat. Wir werden uns wahrscheinlich im Laufe des Vortrages an diese Aussage noch das ein oder andere Mal erinnern, die sich dann doch als wahr bestätigen lässt. Ich möchte beginnen mit einem historischen Rückblick, aber bevor ich das tue, möchte ich vielleicht einen kleinen redaktionellen Hinweis geben. Es gab ja schon den einen oder anderen Vortrag, auch das Interview bei Michael Vogt. Ich will vorher sagen, dass ich diesen Vortrag mir zunutze mache, die eine oder andere Antwort schon darauf zu geben. Es ist nicht eins zu eins derselbe Vortrag, sondern es gibt ein paar Ergänzungen, es gibt ein paar Aktualisierungen. Nichtsdestotrotz, der historische Rückblick, mit dem ich gerne beginnen möchte, der bleibt gleich. Ja, beginnen wir mit dem Blick auf das gute alte Kaiserreich, das Deutsche Reich von 1871 bis 1918. Ein Bund, ein Völkerbund von 25 Staaten und dem Reichsland Elsaß-Lothringen, was kein Bundesstaat im damaligen Sinne war. Dieses Reichsland stand unter der direkten Direktive des Kaisers selbst, wird aber für unser Thema im Nachhinein tatsächlich dann doch als Bundesstaat behandelt. Was hier nicht auf der Karte zu sehen ist, zum Deutschen Reich, zum Kaiserreich dazu, gehört auch eine Vielzahl von Kolonien. Das Deutsche Reich war damals die viertgrößte Kolonialmacht in der Welt. Die 25 Staaten und Elsaß-Lothringen repräsentieren verschiedene Staatsgebiete, alle für sich souverän, verschiedene Staatsvölker, verschiedene Gebietshoheiten, also Staatsgewalt. Sie merken das, wir sprechen hier von der Drei-Elemente-Theorie von Jelinek, die für jeden einzelnen Staat zur damaligen Zeit erfüllt sind. Gleichzeitig stellt aber das Deutsche Reich quasi nach außen hin als Völkerbund ebenfalls einen Staat dar mit staatlichen Hoheitsrechten. In diesem Deutschen Reich, in diesem Staat, gab es eine Reihe von Gesetzen. Wir kennen das BGB vom 18.08.1896. Wir kennen das StGB aus 1871, das GVG, das Gerichtsverfassungsgesetz von 1879, das HGB 1897. Und ein sehr wichtiges Gesetz, auf das wir im Laufe des Vortrages noch häufiger zu sprechen kommen, ist auch die Haager Landkriegsordnung, die der Kaiser unterzeichnet hat, 1907. Aber auch das Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz, das heute die größte Rolle spielen wird, vom 22.07.1913. Dieses Deutsche Reich wurde nach außen hin präsentiert vom Kaiser, aber auch vom Reichskanzler Otto von Bismarck. Die Staatsangehörigen dieses Deutschen Reiches sind nach außen hin alle Deutsche, aber sie haben ihre Staatsangehörigkeit in den Bundesstaaten. So steht es auch im Gesetz, auf das wir natürlich später noch zu sprechen kommen.
Dieser Status des Deutschen Reiches als ein souveräner Staat endet am 9. November 1918, der Tag, an dem der Kaiser, tja, abgedankt wurde. Er hat das nicht freiwillig gemacht. Max von Baden war derjenige, der seine Abdankung verkündet hat, die gar nicht seine Abdankung war. Denn der Kaiser war an diesem Tag schon auf dem Weg ins Exil in die Niederlande und hat seinerseits die Abdankung erst am 28. November des gleichen Jahres verkündet. Da hatte aber Philipp Scheidemann schon die Weimarer Republik ausgerufen. Auch das passierte ja am 9. November in sehr kurzer Abfolge. Also nicht durch einen Souverän vorgenommen. Und das ist halt das große Dilemma. Und da beginnen die großen Schwierigkeiten, vor denen wir heute stehen. Lassen Sie uns rückblickend ganz kurz gucken auf ein Ereignis, was 1913 in Paris bereits vorbereitet wurde. Zu finden in einem Buch von Justus Mullins heißt Die Bankierverschwörung. Das Buch steht auf dem Index. Man findet Teile davon trotzdem. Hier habe ich eins für Sie rausgesucht. Die Stunde hat geschlagen für die Hochfinanz, so heißt es hier, öffentlich ihre Gesetze für die Welt zu diktieren, wie sie es bisher im Verborgenen getan hat. Die Hochfinanz ist berufen, die Nachfolge der Kaiserreiche und Königtümer anzutreten mit einer Autorität, die sich nicht nur über ein Land, sondern über den ganzen Erdball erstreckt. Ja, man ist an die Öffentlichkeit getreten und damit ist klar, wer diejenigen waren, die das Ganze eingeleitet haben. Und es wird auch der Hintergrund klar, warum die Königreiche und das Kaiserreich in Deutschland verschwinden musste, sollte. Das wurde also weit vorher schon eingeläutet. Sie wissen auch, 1913 war ebenfalls das Gründungsjahr der Federal Reserve Bank. Das war also demnach die Situation nach dem Ersten Weltkrieg. Am 9.11., wie gesagt, dankt Max von Baden den Kaiser ab und Philipp Scheidemann ruft die Republik aus. Es wird versäumt, und zwar bis zum heutigen Tag, diese völkerrechtliche Lücke, die der Souverän des Kaisers hinterlassen hat, rechtmäßig, völkerrechtlich zu schließen. Es kommt zum Versailler Vertrag, der kein Vertrag ist, denn zu einem Vertrag gehören immer mindestens zwei. Dieser Vertrag von Versailles, der ja gemeinhin, in meinem Schulbuch stand es noch drin, der Schandvertrag von Versailles genannt wurde, war also kein Friedensvertrag. Mit anderen Worten, der Weltkrieg Nummer 1, der Erste Weltkrieg, ist nicht durch einen Friedensvertrag abgeschlossen worden. Dieses gleiche Gebiet, ach so, wir sehen hier die Gebietsabtretungen des Deutschen Reiches infolge des Ersten Weltkrieges, als größtes natürlich Westpreußen. Wir haben das kleine Hiltschiner-Land. Wir haben Elsass-Lothringen, was verloren gegangen ist, Eupen-Malmedy und der Teil von Schleswig da oben, nicht zu vergessen, die Ecke von Litauen. Das waren die Gebietsverluste und die Kolonien, die alle verloren gingen. Diese Weimarer Republik, die dann aus den deutschen souveränen Staaten Länder machte, an dieser Weimarer Republik veränderte sich nicht viel, als 1933 Adolf Hitler an die Macht kam. Rein völkerrechtlich hat sich da nichts dran verändert, an diesem Status. Die Tatsache, dass das Ganze durch eine Verwaltung in Beschlag genommen war, änderte sich dadurch nicht. Ich habe hier versucht darzustellen, dass die Verwaltung
diese Weimarer Republik einfach auf das Deutsche Reich draufgelegt wurde. Ich hoffe, man kann das erkennen. Wir haben nach wie vor das existierende Deutsche Reich, das der Handlungsfähigkeit beraubt wurde. Dieses Deutsche Reich mit Grund und Boden, also das Staatsterritorium, Element Nummer 1 in dieser Lehre. Dieses Staatsterritorium hat die Verwaltung nicht mehr. Also das, was da draufgelegt wurde, diese Verwaltung, die nach dem Ersten Weltkrieg da draufgelegt wurde, ist kein Staat und hat deswegen keine staatlichen Rechte und keine staatlichen Möglichkeiten. Das ist wichtig an dieser Stelle zu erwähnen, weil wir ja am 5. Februar 1934, unser Thema betreffend, eine sehr wichtige Aktion haben, nämlich die Verordnung von Adolf Hitler, die Staatsangehörigkeit in den Bundesstaaten zu streichen. Aber darauf kommen wir auch nochmal zurück. Es ist nur wichtig, das an dieser Stelle anzusprechen. Das heißt, hier nimmt eine Verwaltung einen Akt vor, den wir uns hinterher völkerrechtlich auch nochmal genauer ansehen werden. Es kommt Weltkrieg Nummer 2, der im Grunde genommen eine Fortsetzung von Weltkrieg Nummer 1 ist. Also man kann sagen, und das sagen auch viele Leute, dass die Weimarer Republik einfach nur ein Waffenstillstand war zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg, der ja nicht formal beendet wurde, deswegen der Zweite Weltkrieg die Fortsetzung. Und nach diesem Zweiten Weltkrieg sieht das Bild dann so aus, wir kriegen eine weitere Verwaltung obendrauf gepackt, ein weiteres virtuelles Konstrukt und zunächst mal, also Deutschland wird geteilt in 5 Teile, die durch den Ersten Weltkrieg verloren gegangenen Gebiete sind nach wie vor hier eingezeichnet. Es gibt keine weiteren Gebietsverluste, aber das Deutsche Reich wird unter die Verwaltung der Alliierten gestellt. Wir kennen Westdeutschland als aufgeteilter Bereich von britischer Zone, amerikanischer Zone und auch der französischen Zone. Wir kennen die sogenannte DDR, was die sowjetische Zone war, dann die polnisch verwalteten Gebiete und da oben immer noch zur Zone, zur sowjetischen Zone gehörend ein Teil. Was immer einen Sonderstatus hatte, das war Berlin. Aufgeteilt an die 4 Westmächte, niemals Teil der Bundesrepublik Deutschland, bis zum heutigen Teil eine freie Handelszone. Dokumentiert nachzulesen in Zusatzvereinbarungen und Verträgen. Also das ist die kleinste Übung, die Nichtmitgliedschaft Berlins in der BRD nachzuweisen. Ja, wie bekannt, auch nach dem Zweiten Weltkrieg gab es und gibt es bis heute keinen Friedensvertrag. Die BRD wird als Verwaltungseinheit von den Alliierten für Westdeutschland eingesetzt. Ihre Wirkungsweise und ihren Auftrag findet man sehr eindeutig beschrieben in der UN-Charta. Die BRD, die Bundesrepublik Deutschland, ist eine klassische Kapitel 11-Verwaltung. Wie gesagt, definiert in der UN-Charta. Bitte schauen Sie sich die Artikel 73 und 75 an. Da sind Ihre Aufgaben genau beschrieben. Was also darf diese Verwaltung, was darf sie nicht? Sie hat den Auftrag auf der Basis der Haager Landkriegsordnung, da haben sich die Alliierten dran gehalten, sie hat den Auftrag, das Deutsche Reich zu verwalten. Sie hat den Auftrag, und das besagen die Artikel in der UN-Charta, sie hat den Auftrag, diesen Staat so zu verwalten, dass er den damaligen Sätzen möglichst nahe kommt, wenn es den alliierten Interessen nicht widerspricht. Dann kommt 1990 und die sowjetisch besetzte Zone wird mit Westdeutschland verbunden. Es kommt also Mitteldeutschland hinzu und es entsteht, so ist der gesetzlich korrekte Terminus, das Vereinigte Wirtschaftsgebiet. Es entsteht kein Staat, es entsteht das Vereinigte Wirtschaftsgebiet. Das Besatzungsrecht ist voll in Kraft, bestätigt durch
Bundesjustizminister. Es gibt da ein paar Äußerungen. Und zuletzt sehr aktuell in zweifachem Auftritt durch Gregor Gysi. Da wird gar kein Hehl draus gemacht. Und er sagt das in einer Klarheit, über die sich jeder mal Gedanken machen darf. Die Videos sind ohne Probleme bei YouTube einsehbar und nachvollziehbar. Es wird immer gesagt, dass der 2+4-Vertrag was daran geändert hat, an dieser ganzen Geschichte. Ich werde darauf später nochmal eingehen, aber das ist einer der größten Tricks und einer der größten Täuschungsmanöver, die wir hier überhaupt haben. Aber wie gesagt, da gehen wir später nochmal drauf ein. Ich möchte Ihnen einen kleinen Ausschnitt vorstellen von einem großen Sozialdemokraten, nämlich von Carlo Schmidt, der so schön gesagt hat, wir haben keinen Staat zu errichten. Ich habe eine Originalaufnahme von damals. Er hat eine richtungsweisende Rede gehalten am 8. September 1948. Meine Damen und Herren, ich lege Ihnen diese komplette Rede dringend ans Herz. Es ist ein Lehrstück, eine Lehrstunde des Völkerrechts. Es ist eine kritische, patriotische Beschreibung des Zustandes Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg, ohne beschönigende Worte und ganz klar die Möglichkeiten benennend, die Deutschland damals gehabt hat und die Aufträge. Interessanterweise, wenn sich die Schulbücher von heute ansehen, die zitieren aus dieser Rede, natürlich nur kleine Ausschnitte, aber der Ausschnitt, den ich Ihnen jetzt vorstellen werde, den findet man komischerweise, interessanterweise, natürlich in keinem Schulbuch. Wir hören mal ganz kurz rein. Wir haben unter Bestätigung der Alliierten Vorbehalte das Grundgesetz zur Organisation der heute freigegebenen Hoheitsbefugnisse des deutschen Volkes in einem Teile Deutschlands zu beraten und zu beschließen. Wir haben nicht die Verfassung Deutschlands oder Westdeutschlands zu machen. Wir haben keinen Staat zu errichten. Wir haben nicht die Verfassung Deutschlands zu machen oder Westdeutschlands. Wir haben keinen Staat zu errichten. Ich weiß nicht, ob es deutlicher geht. Und ich habe auch keinen Hinweis oder keinen Nachweis zu keiner Zeit gefunden, dass sich diese Situation jemals geändert hätte. Also was die Frage der Verfassung angeht und was die Frage der Errichtung eines Staates angeht. Und schauen Sie sich Wahlplakate aller Parteien im Bundestag nach 1949 ruhig an. Sie werden das Deutsche Reich immer in den Grenzen mindestens vor 1937 finden. Und das ebbte dann halt im Laufe der Zeit einfach mal ab. Und es gibt ebenfalls die interessante Rede, die der Theo Weigel 1989 vor dem Bund der Vertriebenen, ich glaube Schlesier war es, gehalten hat, in der er ganz klar nochmal erwähnt hat, das Deutsche Reich ist niemals untergegangen. Ebenfalls bestätigt in zwei sehr wichtigen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts von 1973 nach dem Grundlagenvertrag mit der sogenannten DDR, in denen ebenfalls festgehalten wurde, das Deutsche Reich ist niemals untergegangen. Ja, und dann wird das festgemacht, dass alles sich geändert haben soll durch den 2+4-Vertrag. Dieser Vertrag vom 12. September 1990 über die abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland, der 2+4-Vertrag. Meine Damen und Herren, bitte achten Sie auf die Feinheiten. Die abschließende Regelung. Sehen Sie das Wort Gesetz? Nicht mal Vertrag. Ja, das wäre noch so eine kleine gefuschte Zwischenlösung. Nein, es ist eine Regelung und dann in Bezug auf Deutschland. In Bezug auf Deutschland. Nicht mit Deutschland, nicht für Deutschland, in Bezug auf Deutschland. Hier wird eine Regelung getroffen in Bezug auf Deutschland. Ohne deutsche Beteiligung, mal so ganz nebenbei.
Mit Erklärung vom 1. Oktober 1990 zur Aussetzung der Wirksamkeit der vier Mächte, Rechte und Verantwortlichkeiten. Ich muss mal ganz kurz aus meinem Vortrag rausgehen, hin zu dem 2+4-Vertrag. So, dieses Dokument haben wir hier. Schauen Sie, das ist der Vertrag im Original. Hier sind die Scans. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Diese schöne Ledermappe hier, ja. Und dann der Vertrag in allen Sprachen. In den Sprachen aller Beteiligter. So. Jetzt gehen wir mal ganz kurz, ich glaube, Seite 38. So. Zur Urkund dessen haben die Unterzeichneten hierzu gehörig die Bevollmachten des Vertrages unterschrieben, Moskau am 12. September. Ich will Ihnen nur diese beiden Unterschriften zeigen. Hans Dietrich Genscher, unser Genschmann, dem wir zugejubelt haben, als er unsere Landsleute in Mitteldeutschland befreit hat. Und dazu Lothar de Maizière. Achten Sie auf die Feinheiten. Der Mann weiß, wie man einen rechtsgültigen Vertrag zu unterschreiben hat. Nämlich mit Vor- und Familienname. Übrigens die anderen auch, ne? Ist ja logisch. Der Roland Dumas, der französische Kollege, der Douglas, der Hurt, auch der James Baker der Dritte. Alle korrekt mit Vor- und Familiennamen unterschrieben. So, dann gibt's diese Zusatzvereinbarung, ja? Und da haben wir ihn wieder, den Hans Dietrich Genscher. So, jetzt machen wir einen kleinen Sprung, nämlich zu den Paraffen, zu den Ratifizierungsurkunden. So, die hat ja dann jeder, ne, es wird der Vertrag gemacht, der wird von allen Leuten unterschrieben. Und dann muss es aber in den einzelnen Ländern durch die Ratifizierungsurkunden bestätigt werden. So, das ist die der Bundesrepublik. Und schauen Sie mal, hier ist der Reichsadler, Sie kennen ja die Thematik, mit den sechs Schwingen auf der rechten und auf der linken Seite. So, Ratifikationsurkunde der Bundesrepublik Deutschland. Und jetzt schauen Sie mal, 13. Oktober 1990. Die Mitteldeutschen sind jetzt schon gar nicht mehr dabei. Ja, die waren ja schon einkassiert. Was sehen wir da? Wir sehen eine Paraffe. Jetzt hat der Genscher plötzlich das Unterschreiben verlernt. Was für ein doofer Zufall. Ja. Wie war das noch vor kurzem in Berlin? Da gab es so einen Bankenskandal. Und da gab es Angeklagte, die hochrangigsten, die ganzen Millionenschweinereien da verursacht hatten. Verurteilung nicht möglich. Die hatten nicht mit vollem Namen unterschrieben. Und dann passiert sowas. Und jetzt gucken wir uns nochmal was an. Draußen auf der Titelseite dieser Ratifizierungsurkunde, ja, der Reichsadler, sechs Schwingen rechts, sechs Schwingen links. Ja, das kommt hier leider nicht rüber. Ich versichere es Ihnen. Und Sie finden dieses Dokument. Zählen Sie mal hier die Schwingen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, du Schande, da ist diesem Grafiker wieder der peinliche kleine Fehler unterlaufen. Da hat er doch eine Schlinge zu viel hingemacht. Also meine Damen und Herren, ich glaube, es ist klar, worum es hier geht. Ja, ein netter Schwindel. Und dann fragen Sie bitte mal, weil wir gerade beim Thema sind, 2+4-Vertrag, fragen Sie doch bitte mal die Juristen oder diejenigen, die behaupten, dass der 2+4-Vertrag gilt. Fragen Sie mal die erste Frage, ob Sie den gelesen haben. Also ich bin noch keinem begegnet, der den tatsächlich gelesen hat. Und wenn Sie tatsächlich mal einen finden, der ihn gelesen hat, dann fragen Sie mal ein paar Einzelfragen, wie denn das so gemeint ist, wie denn die verschiedenen Bezeichnungen für Deutschland gemeint sind. Die Bundesrepublik Deutschland, Deutschland als Ganzes, das Vereinigte Deutschland und so weiter. Und wo die verschiedenen Urkunden liegen und so weiter und so weiter. Dieses Dokument, der 2+4-Vertrag, ist ein Offenbarungseid.
Und den als Basis zu nehmen für all das, was hier gelten soll. Machen Sie sich selbst Ihr Bild daraus. Ja, das ist die gute Frage. Was bedeutet das alles für uns? Wir halten fest, die BRD hat von den Alliierten den Auftrag, das Deutsche Reich zu verwalten. Diese Verwaltung aber simuliert einen Staat und das macht sie schlecht. Sie rumfuhrwerkt in Gesetzen, obwohl sie es nicht darf, sie ändert sie, sie macht neue und was immer sie tut, sie hat für dieses Tun keine Legitimation. Ja, und was sie macht, ist gegen die Deutschen. Fast immer. Die wissen schon, warum sie den Paragraphen des Hochverrats abgeschafft haben. Also, die Bundeskanzler säßen alle bis an ihr Lebensende im Knast für das, was sie da tun. Aber, und das muss man jetzt konzidieren, sie hat eine Menge Unterstützer dabei. Die Deutschen selbst. Wir erinnern uns an Napoleon. So, wie kommen wir raus aus dem Schlamassel? Ich sage, der Weg zurück in die Ordnung führt über unsere Staatsangehörigkeit. Warum ist das so? Nur wer eine Staatsangehörigkeit besitzt, wir kommen auf dieses kleine Wörtchen nochmal zurück. Nur wer eine Staatsangehörigkeit besitzt, hat das Recht auf staatliche Gesetze. Ich nenne als sehr wichtige Beispiele die Paragraphen 5 und 6 des Einführungsgesetzes des BGB, Ordre Public, da steht sinngemäß drin, dass das Recht des Staates für einen gilt, dem man am nächsten verbunden ist. Und da die BRD kein Staat ist, was könnte denn das wohl sein? Ja, und das ist sehr interessant. Sie kommen durch den Besitz einer Staatsangehörigkeit in einen anderen Rechtskreis. Und es gibt so ein paar Sachen in Deutschland, an denen das wunderschön zu sehen ist. Schauen Sie mal ins Meldegesetz. Das Meldegesetz wird im Jahr 2015 vereinheitlicht. Bundesweit. Aber im Moment haben die Ländermeldegesetze sind gleichen Inhalts. Nehmen Sie mal das Beispiel, was ich hier aufgeführt habe, Wohnung. Im Meldegesetz, das Meldegesetz kennt nur den Begriff der Wohnung. Ja? Wenn Sie also irgendwo hinziehen, dann haben Sie eine Wohnung. Und als Personalausweisträger haben Sie die Pflicht, sich anzumelden beim Einwohnermeldeamt und das innerhalb von 14 Tagen. Wenn Sie zum Rechtskreis der Staatsangehörigen gehören, dann werden Sie als natürliche Person bezeichnet und angesehen und dann gilt für Sie das internationale Gesetz, das BGB. Und im BGB, Paragraph 7 wiederum, steht der Begriff Wohnsitz. Sie nehmen einen Wohnsitz. Den Begriff Wohnsitz kennt das Meldegesetz nicht. Und das BGB wiederum kennt den Begriff Wohnung nicht, um das zu beschreiben, worüber wir hier sprechen. Und im BGB ist auch keine Meldepflicht geregelt. Das nur mal so als kleiner Unterschied, ja, für die verschiedenen Rechtskreise. Der Personalausweisträger, für den gilt das Meldegesetz, für den Staatsangehörigen das BGB. Personalausweisträger zahlen Knöllchen. Die kennt das Gesetz über Kfz-Verkehr, das staatliche Gesetz von 1886 nicht. Na gut, ich weiß, seit 1886 hat sich auch im Straßenverkehr das eine oder andere geändert. Darüber bin ich mir im Klaren. Aber oft sagen die Leute, wollt ihr denn das alles verhindern? Wollt ihr die Ordnung durcheinander bringen? Wie soll denn das gehen? Wie soll denn der Straßenverkehr geregelt werden? Wie sollen andere viele Dinge, die uns ja organisieren, da noch zustande kommen können? Und wie soll das alles geregelt werden? Ja, Entschuldigung. Wir wollen in die Staatlichkeit zurück. Natürlich brauchen wir eine Organisation. Aber dann bitte doch mit staatlichen Gesetzen. Ja? So, also das, was hier passiert, zum Beispiel das Ordnungswidrigkeitengesetz, was dann zu Knöllchen führt,
ist erstens unberechtigt, weil von der BRD gemacht. Und zweitens, also selbst wenn wir da reingehen und sagen, wir ließen uns darauf ein, hat ja das ohnehin keine Wirkung, weil es aufgehoben wurde durch die Bereinigungsgesetze. Vielleicht kommen wir da später auch nochmal dazu. Personalausweisträger zahlen freiwillig sogenannte Steuern, und zwar nach der Abgabenordnung. Als Staatsangehörige bräuchten sie das nicht. Das kaiserliche Gesetz sieht vor 10% Steuern. Glauben Sie nicht? Schauen Sie mal auf Ihren Steuerbescheid, auf den letzten. Gucken Sie mal, ob Sie irgendwo an irgendeiner Stelle den Begriff endgültig finden. Denn das, was Sie finden, ist die Vorläufigkeit, vorläufiger Steuerbescheid. Ich muss Sie enttäuschen, ich kann Ihnen auch die Suche ersparen. Die Vorläufigkeit verlässt ein Steuerbescheid der BRD niemals. Niemals werden die einen endgültigen Steuerbescheid finden, weil die BRD das gar nicht darf. Und die Abgabenordnung, die hier zugrunde liegt, die hat wieder der Mann mit dem kleinen Schnäuzer erfunden. Ein deutsches Gesetz ist es nicht. Aber so heißt es ja auch nicht. Es heißt ja auch nur Abgabenordnung. Man darf halt manchmal genauer hingucken. Jetzt darf man das Zugeständnis machen, dass viele BRD-Angestellte, sogenannte Beamte, das selber nicht wissen. Und sie werden von ihren Vorgesetzten in die Irre geführt. Ich habe hier was mitgebracht. Das gibt es mittlerweile in jedem Bundesland. Ja, das sind Handlungsempfehlungen im Umgang mit Reichsbürgern und bizarren Persönlichkeiten, herausgegeben von den Landesinnenministerien. Meine lieben Staatsbediensteten, ich spreche Sie da immer gerne persönlich an. Das hier sind Handlungsempfehlungen. Handlungsempfehlungen, keine Anweisung. Eine Anweisung würde Sie persönlich aus der Verantwortung nehmen. Und Sie wissen doch, was Sie sonst so kriegen von Ihren sauberen Chefs. Das hier ist eine Empfehlung. Wenn Sie die befolgen, dann sind Sie diejenigen, die die Haftung dafür übernehmen. Und wenn Sie sich Beamter nennen, dann schauen Sie mal ganz vorsichtig in § 65 Beamtenstatusgesetz. Da steht in einer nicht zu überbietenden Klarheit, wer für das Tun haftet. Denn die Staatshaftung ist seit vielen, vielen Jahren aufgehoben. Sie persönlich haften. Nach Handelsrecht. Bis in die dritte Generation. Also, fragen Sie doch mal, wenn Sie wieder eine solche Empfehlung kriegen, Ihren nächsten Vorgesetzten, ob er Ihnen freundlicherweise das Ganze als Anweisung gibt. Denn nur dann sind Sie aus der Haftung. Aber ich mutmaße mal, er wird es nicht machen. Denn dann haftet er. Und das weiß er. Sie sind die Dummen. Vielleicht mal einen Moment drüber nachdenken. Ja, und der ganze Trick an der Geschichte mit der Staatsangehörigkeit ist, dass die BRD die Staatsangehörigkeit zur Hohlschuld gemacht hat. In richtigen Staaten gibt es Dokumente, die man ausgestellt bekommt, die die Staatsangehörigkeit belegen. Nicht so in der BRD. Und das gucken wir uns jetzt mal an, und zwar anhand der Entwicklung des Staatsangehörigkeitsgesetzes. Alles fing an mit dem Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz vom 22.07.1913, dem kaiserlichen Gesetz. Da heißt es in § 1, Deutscher ist, wer die Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaat oder die unmittelbare Reichsangehörigkeit hat. Es gibt also zwei Arten, wenn man so will, von Staatsangehörigkeit, nämlich die eine, auf der einen Seite, die Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaat. Achtung, in einem Bundesstaat, nicht zum Beispiel die preußische Staatsangehörigkeit, die bayerische Staatsangehörigkeit, nein, die Staatsangehörigkeit in Preußen, in Bayern, in Baden und so weiter und so weiter. Und auf der anderen Seite gibt es die unmittelbare Reichsangehörigkeit. Wir erinnern uns an die Eingangskarte, wir haben das Deutsche Reich als Völkerbund, das Deutsche Reich, und wir haben darin die souveränen einzelnen Staaten. Und darin haben die Deutschen, ja, die ja alle Deutsche sind,
ihre Staatsangehörigkeit in den Heimatländern. Staatsangehörigkeit in Preußen zum Beispiel. So, das sind die beiden Staatsangehörigkeiten. Die Staatsangehörigkeit, die unmittelbare Reichsangehörigkeit, pardon, ist im Wesentlichen für die Einwohner der Kolonien. So viel zum Gesetz vom Kaiser erlassen. Dann kommt die schon angesprochene Verordnung vom 5. Februar 1934. Dieser Tag und diese Verordnung ist der Tag der Erfindung der sogenannten deutschen Staatsangehörigkeit. Und diese deutsche Staatsangehörigkeit, die Hitler da ins Leben gerufen hat, war die Folge der Abschaffung dieser Seite. Das heißt, der Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaat. Diese Hälfte aus § 1 des Staatsangehörigkeitsgesetzes wollte Hitler abschaffen. Dafür hat er eine Verordnung gemacht. Ich vermute ja, in Respekt vor dem Kaiser, hat er nur eine Verordnung gemacht. Denn auch das ist ja wieder kein Gesetz, sondern nur eine Verordnung. Zu dem Zeitpunkt, als Hitler das gemacht hat, lebte der Kaiser noch. Vielleicht hat er seinen Zorn aus der Ferne gefürchtet, keine Ahnung. Also, eine Verordnung, die die Erfindung der deutschen Staatsangehörigkeit ist und die Gleichschaltung aller Deutschen mit den Kolonialbewohnern nach sich ziehen soll. Ja, am 15.07.1999 merkt die Bundesregierung Schröder, dass es kein Reich mehr gibt. Also beschließt man, wir schaffen die Reichsangehörigkeit ab. Da heißt es vielsagend, in dem dann neuen Gesetz, in dem Staatsangehörigkeitsgesetz, die Bedeutung der Begriffe Reichs- und Staatsangehörigkeit im Sinne dieses Gesetzes hat sich geändert. An die Stelle der Reichsangehörigkeit ist die deutsche Staatsangehörigkeit getreten. Ja? An die Stelle der Reichsangehörigkeit ist die deutsche Staatsangehörigkeit getreten. Dieses deutsche Staatsangehörigkeit, meine Damen und Herren, ist ein feststehender Begriff und er bedeutet Reichsangehörigkeit, also Kolonialzugehörigkeit, nicht die Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaat. Die Reichsangehörigkeit vermittelnde Staatsangehörigkeit in den Bundesstaaten, seit der Weimarer Verfassung in den deutschen Ländern, ist durch die Verordnung von Hitler beseitigt worden. Also am 15.07.1999 schafft Schröder die Reichsangehörigkeit ab und benennt das Gesetz völkerrechtswidrig in Stack um. Aus dem Rußtag wird das Stack, das Staatsangehörigkeitsgesetz. Und jetzt kommt der Clou. Wahrscheinlich hat er gedacht, das, was Hitler kann, das kann ich schon lange, aber ich setze der ganzen Sache einen drauf. Und wie macht er das? Er schafft am 15.07. die Verordnung von Hitler ab, um am 1. August Folgendes zu tun. Er schafft einen neuen Paragraphen in dem Staatsangehörigkeitsgesetz. Und darin steht, er nennt das 40a, wer am 1. August 1999 Deutscher im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des Grundgesetzes ist, ohne die deutsche Staatsangehörigkeit zu besitzen, erwirbt an diesem Tag die deutsche Staatsangehörigkeit. Meine Damen und Herren, lassen Sie sich diesen Satz auf der Zunge zergehen. Sie gehen am 31.07.1999 als Deutscher mit Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaat ins Bett. Und Sie wachen am 1. August als Deutscher mit Reichsangehörigkeit wieder auf, weil Sie über Nacht die deutsche Staatsangehörigkeit erworben haben. Ja, erinnern Sie sich denn nicht? Das hat sich nicht mal Adolf Hitler getraut, das jetzt auch noch Gesetz zu nennen. Sie können es nachlesen. Schauen Sie mal. Wir gucken erstmal uns das da unten an, ja?
Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und wird im Bundesgesetzblatt verkündet. Schauen Sie mal nach, bgbl.de, finden Sie alle Gesetze der BRD. Berlin, den 15. Juli 1999, Johannes Rau, Gerhard Schröder und der Otto Schily. Berlin, 15. Juli 99. Achtung! Bundesgesetzblatt, Jahrgang 99, ausgegeben zu Bonn. Oh! Wieso denn Bonn? Wieso wird denn ein Bundesgesetz zu Bonn ausgegeben, obwohl die doch alle in Berlin sitzen? War nicht Berlin unsere Hauptstadt? Naja, unsere schon, aber die der BRD? Sowas Dummes. 1999. Schauen Sie mal rein, bgbl.de. Jedes Gesetz. Jedes Gesetz. Die vor 1990, da haben wir ja noch Verständnis dafür, dass die in Bonn ausgegeben wurden. Aber jedes Gesetz bis zum heutigen Tag muss immer in Bonn, der Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland, ausgegeben werden. Denn Berlin gehört den vier Mächten allein. Da dürfen sowieso keine Gesetze ausgegeben werden. Ich warte immer noch auf gesetzliche Gegenbeweise. Ja, meine Damen und Herren, das ist übrig geblieben. Dieses neue Stack sagt in Paragraph 1, Deutscher im Sinne dieses Gesetzes ist, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. Oh. Zum Glück ist es nur im Sinne dieses Gesetzes und es ist das, was sie sich wünschen. So, jetzt frage ich Sie mal, besitzen Sie die deutsche Staatsangehörigkeit? Ich meine, besitzen Sie sie? Ja? Okay. Können Sie es beweisen? Genau. Das habe ich erwartet. Der Personalausweis und der Reisepass. Kennen Sie das? Ist ein bisschen schwierig, das jetzt zu lesen, weil es das nicht mehr gibt. Eine nette Seite auf der Seite des Bayerischen Innenministeriums. Der Bundespersonalausweis oder der deutsche Reisepass sind kein Nachweis über den Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit. Sie begründen lediglich die Vermutung, dass der Ausweisinhaber die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. Jetzt gehen Sie mal auf die Seite des Bayerischen Innenministeriums und Sie werden die Seite nicht mehr finden. Denn dadurch, dass so Leute wie ich den Bildschirm fotografiert haben und das ständig präsentiert haben, haben die gedacht, ach du Schande. Wir tun uns ja damit keinen Gefallen. Die Seite nehmen wir raus. Heißt das, dass es damit ungültig geworden ist? Oh nein, denn ein findiger Journalist, ein Kollege, hat das Bayerische Innenministerium angeschrieben und gefragt, sag mal, ihr nehmt die Seite aus dem Netz? Heißt das, das gilt nicht mehr? Und kriegt von dem Ministerialrat, Herrn Dr. Riedel, folgende Antwort. Die dort getroffenen Aussagen, dass die deutsche Staatsangehörigkeit durch eine Staatsangehörigkeitsurkunde, nämlich den Staatsangehörigkeitsausweis, nachgewiesen werden kann, die auf Antrag von der Staatsangehörigkeitsbehörde ausgestellt wird und dass der Bundespersonalausweis oder der deutsche Reisepass kein Nachweis über den Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit sind, sondern lediglich die Vermutung begründen, dass der Ausweisinhaber die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, sind mangels Änderung der Rechtslage nach wie vor zutreffend. Na klar, es hat sich keine Rechtslage geändert. Warum sollte sich diese Aussage dann also auch verändern? Sie haben es nur rausgenommen. Musste ja ein Redesign, wie das heute heißt, vorgenommen werden. Ja, ach so. Werf das jetzt nur mal so ganz kurz in die Runde, was der noch geschrieben hat, auf eine weitere Frage des Kollegen hin. Im Übrigen besitzt die Europäische Union keine Regelungskompetenz bezüglich der Staatsangehörigkeiten ihrer Mitgliedstaaten.
ich lasse es jetzt mal dabei, ja? Wir kommen an anderer Stelle, berühren wir das Thema noch mal ganz kurz, aber das würde jetzt zu weit führen. So, also, wenn der Personalausweis und der Reisepass nun die Staatsangehörigkeit nicht beweisen, ja, wieso haben wir die denn dann? Wieso haben wir solche Dokumente? Die Antwort steht auch im Gesetz. Schauen Sie, hier korrekt ausgegeben zu Bonn, ja, 1976. Na gut, da war Berlin noch ein bisschen weit weg, zugegebenermaßen. Aber worum geht es hier? Es geht um das Übereinkommen vom 28. September 1954 über die Rechtsstellung der Staatenlosen. Diesem Übereinkommen hat sich die BRD im Jahr 1976 angeschlossen. Und was steht in diesem Gesetz? Was steht in diesem Übereinkommen? In Artikel 27 finden wir die Regelung für Personalausweise. Die Vertragsstaaten stellen jedem Staatenlosen, der sich in ihrem Hoheitsgebiet befindet und keinen gültigen Reiseausweis besitzt, einen Personalausweis aus. Willkommen in der Staatenlosigkeit, meine Damen und Herren. Hier steht's. Brauchen Sie es klarer? Dumm gelaufen. Und nun? Gehen wir nochmal zurück. Schauen uns Artikel 116 des Grundgesetzes an. Deutscher im Sinne des Grundgesetzes ist vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Regelung, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt oder als Flüchtling oder Vertriebener deutscher Volkszugehörigkeit oder als dessen Ehegatte oder Abkömmling in dem Gebiete des Deutschen Reiches nach dem Stande vom 31. Dezember 1937 Aufnahme gefunden hat. Was ist hier dran wichtig? Wir erinnern uns an das Stack. Deutscher im Sinne dieses Gesetzes ist, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. Aber Deutscher im Sinne des Grundgesetzes ist, Achtung, vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Regelung, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. Das heißt, es muss also auch noch eine anderweitige Regelung geben, nach der es Deutsche ohne die deutsche Staatsangehörigkeit gibt. Und noch ein Punkt ist hier wichtig, nämlich die Abkömmlinge. Das sind wir. Für uns gilt das Gleiche. Das, ich darf das vorwegnehmen, ist unser Spalt raus aus dem System. Und das, meine Damen und Herren, das ist sie. Die anderweitige gesetzliche Regelung. Das gute alte Rustag von 1913. Das ist der Vorbehalt. Das ist die andere gesetzliche Regelung. Und warum ist sie das für uns? Nun, ganz einfach. Durch die Anwendung der Haager Landkriegsordnung. Denn die bestimmt, dass die Gesetze in einem besetzten Land den originalen Gesetzen, den vorherigen Gesetzen, nach Möglichkeit am nächsten kommen soll. Und das bedeutet, wir dürfen das Rustag in diesem Fall anwenden. Fassen wir mal zusammen. Das Reichs- und Staatsangehörigkeit von 1913 sagt, Deutscher ist, eine Seite, wer die Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaat oder die unmittelbare Reichsangehörigkeit besitzt. Diese zwei Möglichkeiten gibt es. Hitler verordnet 1934, es gibt nur noch eine deutsche Staatsangehörigkeit, die Reichsangehörigkeit. Die will er uns nehmen. Und die BRD wiederholt am 1.8.99, wer bis zum 31.7. Deutscher ohne deutsche Staatsangehörigkeit ist, der erwirbt sie am 1.8.99. Das heißt, die BRD unterscheidet zwischen Deutschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit und das sind die hier, die mit Staatsangehörigkeit im Bundesstaat und Deutsche mit deutscher Staatsangehörigkeit, nämlich mit Reichsangehörigkeit. Das ist die Unterscheidung, die die BRD selber macht. So, welche Staatsangehörigkeit wollen wir haben? Natürlich die Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaat. Das ist die, die uns zusteht. Welche Staatsangehörigkeit hat die BRD im Angebot?
nur die deutsche Staatsangehörigkeit. Und so sieht sie aus. Der Staatsangehörigkeitsausweis, der sogenannte gelbe Schein. Übrigens, falls Sie das Spielchen sich machen wollen, 6 Schwingen, 6 Schwingen. Muss was Wichtiges, muss was Richtiges sein. Was spricht dafür, was spricht dagegen? Zunächst mal vorweg, wieso spielen wir das Spiel eigentlich? Das Spiel, böse. Wir wollen einen Friedensvertrag. Und damit wird deutlich, meine Damen und Herren, es geht hier nicht nur um Deutschland und die Deutschen. Es geht um viel, viel mehr. Ja, wenn Sie so wollen, dann hängt damit das Wohl und Wehe der ganzen Welt ab. Denn was passiert hier weltweit? Die ganzen Kriege, die ganzen Schweinereien, die gemacht werden. Das darf man machen, legal machen, weil man im Krieg ist. Ein Friedensvertrag muss her. Den können nur Staatsangehörige verhandeln. Und wer Staatsangehöriger ist, der muss die Staatsangehörigkeit besitzen. Das heißt, der muss sie nachweisen können. Ich verweise nochmal oder erinnere nochmal an die Rede von Carlo Schmidt. Der sagt genau das. Der sagt in seiner Rede, wir, die Bundesrepublik Deutschland und ihre Institutionen, wir können das nicht machen. Das müssen die deutschen Staatsangehörigen machen. Darum geht's hier. Was für die deutsche Staatsangehörigkeit spricht, sie ist eine international akzeptierte Staatsangehörigkeit. Was auch nicht verwundern sollte, denn schon damals mit Rustag gab es ja nicht nur die Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaat, sondern auch die Staatsangehörigkeit, also die unmittelbare Reichsangehörigkeit, war ja auch eine akzeptierte Staatsangehörigkeit. Warum also nicht? Und ihre Feststellung, also die Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit, kann relativ einfach und ohne Nachteile von jedem Deutschen beantragt werden. Und unsere Abstammungsnachweise, wenn wir also zurückgehen und unsere Vorfahren nachweisen bis vor 1914, zu Details kommen wir später, belegen unsere tatsächliche Staatsangehörigkeit, auch wenn die BRD das gerne anders hätte. Ja, die Feststellung der Staatsangehörigkeit ist eine der originären Aufgaben unserer Verwaltung. Warum soll ich sie diese Arbeit nicht tun lassen? Das sollten wir nutzen und ihnen zeigen, wie es geht. Denn sie tun es fehlerhaft im Moment. Aber, wie gesagt, da kommen wir auch später dazu. Ja, ich werde sehr häufig gefragt, was ist mit der Staatsangehörigkeit der Direkten des Freistaates Preußen? Ich will es mal so sagen. Im Grunde genommen herrscht bei den meisten Mitstreitern, sage ich jetzt mal, bei den meisten Kollegen Einigkeit über die Gültigkeit der Verfassungen von 1871 für das Deutsche Reich und 1850 für Preußen. Die 1920er Verfassung, die also nach Ende des Ersten Weltkrieges kam, fand in einer Zeit statt, in der die völkerrechtliche Souveränität oder die Souveränität auf deutschem Boden verloren gegangen war. Das heißt, es bestehen erhebliche Zweifel an der völkerrechtlichen Legitimität eben dieser Verfassung von 1920 und, wie es in der Verfassung selber steht, diese Verfassung ist vom Volk für das Volk gemacht. Aber eine Verfassung ist nicht für ein Volk. Eine Verfassung ist von einem Volk für die Regierung und gibt damit der Regierung vor, wie es regiert werden möchte. Also das Volk gibt einen Auftrag an die Regierung, so möchten wir regiert werden. Das steht in der Verfassung. Das ist mit dem Freistaat Preußen nicht der Fall. Und versuchen Sie doch mal,
Versuchen Sie doch mal, den Freistaat Preußen zu fragen, ich habe das verschiedentlich getan, mit denen ist so ein bisschen wie mit der BRD. Knifflige Fragen, darauf kriegen Sie keine Antwort. Eine Frage von mir lautete zum Beispiel, warum müssen alle Preußen zum Nachweis ihrer Staatsangehörigkeit zurück vor 1914? Nur der Freistaat Preußen selbst muss das nicht. Warum? Oder fragen Sie mal, wie es sein kann, dass die BRD zwar grundsätzlich keine rechtlichen Kompetenzen hat, aber die Kompetenz, uns mit dem gelben Schein als Nazi in die Nazizeit zu bringen und dazu zu Nazis zu machen, mit der Staatsangehörigkeit der Nazis, so nennen die das immer. Warum hat sie ausgerechnet diese Kompetenz? Sonst keine, aber das kann sie. Denn damit kommen die Leute ständig zu mir und sagen, ja, die Leute vom Freistaat Preußen haben gesagt, wenn wir den gelben Schein machen, dann hängen wir in der Nazi-Staatsangehörigkeit. Warum, liebe Leute vom Freistaat Preußen? Warum? Wieso kann sie das, die BRD? Und nur das? Und den Rest nicht? Ich habe auf diese Frage noch niemals eine Antwort bekommen. Hätte ich gerne. Also so viel dazu. Ich habe einfach meine Zweifel und freue mich darauf, wenn mir jemand das Gegenteil beweist. Im Übrigen, ich habe ebenfalls einen vorläufigen Staatsangehörigkeitsausweis des Freistaates Preußen. Als ich den beantragt habe und bekommen habe, war ich noch nicht so weit. Ich habe übrigens auch die Mitgliedschaft bei der Republik Freies Deutschland, im Königreich Deutschland, danach früher hieß es noch Neudeutschland, dann war ich bei der RFD, ich hab alles durch, alles. Ein großer deutscher Dichter hat mal gesagt, es irrt der Mensch, solange er strebt. Ja, heute bin ich halt weiter. Das hier ist der Stand heute. Vielleicht erzähle ich Ihnen in einem halben Jahr was ganz anderes, kann sein. Dann stehe ich wieder hier. So. Wir sind kurz vor dem Ende von Teil 1. So verkehrt kann dieser gelbe Schein gar nicht sein. Schauen Sie sich das bitte an. Das Schulamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde schreibt einer Kandidatin zur Übernahme in das Beamtenverhältnis auf Probe. Sehr geehrte Frau, es ist beabsichtigt und so weiter. Wenn Sie damit einverstanden sind, bitte Sie, nachstehend gekennzeichneten Unterlagen an das Schulamt des Kreises Rendsburg zurückzusenden. Achtung! Der Nachweis der EU-Staatsangehörigkeit. EU-Staatsangehörigkeit? Was ist das denn? Gut, gehen wir mal weiter. Wir kommen darauf zurück. Erklärung. Mir ist bekannt, dass meine Ernennung zur Beamtin nichtig ist, wenn ich nicht die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Union besitze. Aha. Wir schlussfolgern, die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Union. Hierbei muss es sich um die BRD handeln. Nun ja, was so eine Staatsangehörigkeit der BRD ebenso sein kann. Und jetzt kommt der Umkehrschluss. Eine von der Behörde ausgestellte Urkunde, die den vollen Beweis meiner Staatsangehörigkeit erbringt, Staatsangehörigkeitsurkunde, Urkunde über die Eigenschaft als Deutscher, Einbürgerungsurkunde, besitze ich nicht. Liebe potenzielle Möchtegern-Beamte, wenn ihr einen gelben Schein besitzt, könnt ihr kein BRD-Beamter werden. Und ihr müsst erklären, dass ihr sowas nicht besitzt. Denn sonst werdet ihr es nicht. Wie stark ist also dieses Papier der deutschen Staatsangehörigkeit, wenn es mich tatsächlich davon abhält, in ein Beamtenverhältnis zu kommen? Ja? Gut. Zum Abschluss des ersten Teils muss ich Ihnen was gestehen. Sie haben soeben einen Vortrag, wie heißt das jetzt genau? Einen dubiosen Vortrag aus den Reihen der Reichsbürgerbewegung gesehen. Ich entschuldige mich nicht dafür, ich will es nur erklären. Ja? Also vor kurzem wurde ich eingeladen,
nach Bad Kreuznach diesen meinen Vortrag hier zu halten. Und der Organisator war zu dem Zeit weit, weit im Ausland, irgendwo in Afrika. Und dann setzte sich irgendwas in Bewegung, irgendjemand hatte das spitz gekriegt, unterstellte dem guten Mann, dem Organisator, er sei Mitglied bei Excalibur und er habe einen dubiosen Vortrag aus den Reihen der Reichsbürgerbewegung geplant. Und er in seiner Not und mit Verfassungsschutz vor der Tür und so weiter hat dann aus Afrika, aus seinem Urlaub, mal eben schnell den Vortrag abgesagt. Und dann stand das hier in der Zeitung. Und nun dürfen Sie sich selbst ein Bild darüber machen, was nun die Reichsbürgerbewegung so alles zutage bringt. Vielen Dank für den ersten Teil. Wir sehen uns nach der Pause wieder. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, weiter geht's mit Teil 2. Konkrete Schritte, praktische Empfehlungen zum gelben Schein, zum Staatsangehörigkeitsausweis. Eine Frage vorab. Artikel 116 Absatz 1 oder 2. Da gibt's ja seit einiger Zeit diese Vorträge bei YouTube. Der eine von Udo Rupprecht, ihr seid nicht ausgebürgert oder so. Der andere von Bernd Schober, nicht Menschen, sondern Personen haben eine Staatsangehörigkeit, irgendwie so. Diese Person ist ein und dieselbe und sie favorisiert Artikel 116 Absatz 2. Alles, was ich bisher gesagt habe, bezieht sich auf Artikel 116.1, weil, und das kann ich Ihnen versichern, Artikel 116 Absatz 2 für uns Deutsche nicht richtig ist. Schauen Sie sich bitte dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichtes aus dem Jahr 1977 an. In diesem Urteil begründet das Bundesverfassungsgericht sehr eindeutig, was folgt. Da heißt es erstmal, die Staatsorgane der Bundesrepublik Deutschland können die Tatsachen nicht ungeschehen machen, dass durch nationalsozialistische Gesetzgebung Unrecht passiert ist und so weiter und so weiter und so weiter. Die Ausbürgerung von Juden im Sinne der nationalsozialistischen Gesetzgebung bleibt ein historisches Geschehen, das als solches nicht nachträglich beseitigt werden kann. Jetzt kommt's. Artikel 116 Absatz 2 des Grundgesetzes will das Unrecht, das den ausgebürgerten Verfolgten angetan worden ist, im Rahmen des Möglichen ausgleichen. Und so weiter und so weiter. Bitte schauen Sie sich die Begründung an. Ich habe extra die Zeilen, die ja so schön markiert sind, da drangelassen, damit Sie sehen, an welcher Stelle Sie das nachschauen können, weil die Begründung in diesem Urteil ist sehr, sehr ausführlich. Aber hier steht genau drin, welchen Bereich Artikel 116 Absatz 2 regelt. Wir Deutsche aus den Bundesstaaten sind davon definitiv nicht betroffen. Nun zu den praktischen Tipps. Welche Schritte gehen wir, wenn wir uns die Staatsangehörigkeit besorgen wollen? Als erstes besorgen wir uns oder erstellen wir eine Patientenverfügung. Warum Patientenverfügung? Versuchen Sie mal, wenn Sie kritische Fragen stellen, zum Beispiel, wenn Ihnen ein sogenanntes Ordnungsamt ein Knöllchen schickt und Sie haben gehört von dem, worüber wir heute sprechen, und Sie richten eine Frage an die. Ich kann Ihnen das zeigen, ich habe es gemacht. Was habe ich als Antwort gekriegt? Wenn Sie Ihre Rechtsauffassung nicht ändern, dann nehmen wir Ihnen den Führerschein ab.
und weitere Aktionen nicht ausgeschlossen. Also gehen Sie mal auf die Seite www.padverfü.de und lesen sich durch, wofür man sowas gebrauchen kann. Schauen Sie mal, der Gurlitt, ja, hätte von alleine seine Bilder nicht abgegeben. Braucht er ja auch nicht. Ja, er hat sie rechtmäßig in seinem Eigentum. Nun ja, das gefällt einigen Leuten nicht. Was passiert? Sie geben ihm einen, wie nennt sich das? Der kriegt jetzt einen Betreuer, einen Vormund. Einfach so. Einfach so, weil er die Bilder nicht rausrücken will. Haben Sie noch mal was von dem in der Presse gelesen? Nö. Der hat jetzt einen Vormund. Dieser Vormund wird jetzt sagen, ach, mein Mündel hat sich jetzt anders entschieden. Der wird die Bilder abgeben. Was glauben Sie denn? Aber das lesen Sie in der Presse nicht mehr. So ist das hier in diesem Land, in diesem Rechtsstaat. Gut, machen Sie lieber eine Patientenverfügung. Viele Leute wissen, wovon Sie reden. So sieht das Ding aus. Man kann sie ein bisschen verändern oder. Quelle ist genannt. Zweitens, Willenserklärung oder einen Eid verfassen und beglaubigen. Wir wissen nicht, ob die Tatsache, dass wir, als wir uns mit 16, also als wir 16 waren, einen Personalausweis bestellt haben, wir wissen nicht, ob wir da einen Vertrag eingegangen sind, wie genau der aussieht. Wir sind nicht ganz sicher. Aber eines wissen wir, und ich habe das jetzt versucht. Gehen Sie mal zum Einwohnermeldeamt und sagen Sie, Sie möchten mal bitte einen Antrag auf Personalausweis schon mal haben, mit nach Hause nehmen und mal gucken, was Sie da so auszufüllen haben und so weiter. Nee, geht nicht. Geht nicht, lehnen alle ab. Sie müssen da hingehen. Der 16-Jährige, der 18-Jährige, wer immer einen Personalausweis beantragen will, muss da hingehen. Dann sitzt der Bedienstete auf der anderen Seite der Maske, gibt ein, was Sie sagen. Was rechts und links darunter, darüber oder sonst was im Kleingedruckten steht, lesen Sie nie. Sie kriegen dann heutzutage so ein kleines Computerteilchen, dürfen da drauf unterschreiben. Sie sehen nicht mal, wo Sie unterschreiben. Sie wissen also auch nicht, was für einen Vertrag Sie unterschreiben. Sie glauben, das ist wieder zu kritisch gedacht? Ja, wenn es denn so ist, warum kriegen wir es denn dann nicht? Und keiner gibt uns Auskunft darüber. Bisschen komisch ist es schon. Also, mit dieser Willenserklärung, ja, die neueste Version ist ein Eid, wollen wir nichts anderes als vorsorglich zurücknehmen, was wir möglicherweise und in Unkenntnis damals unterschrieben haben. Das ist alles. Das, was ich zuletzt gehört habe und das, was ich echt beeindruckend fand, war, dass jemand zum Notar gegangen ist, einen öffentlichen Eid geleistet hat, ja, das Ganze hat beurkunden lassen und dann per Gerichtsvollzieher zu seinem Standesamt geschickt hat. Da gehört es nämlich hin. Ja, ins Standesamt. Es ist eine Personenstandsveränderung. Und darin steht eben, ja, welche Staatsangehörigkeit man hat, zu welchem Rechtskreis man zählt und so weiter, dass man eine natürliche Person hat. Ja, ich, der Mensch, habe eine natürliche Person. Und ja, es ist richtig. Nicht ich als Mensch habe eine Staatsangehörigkeit, denn ich unterliege als Mensch nur dem Naturgesetz, als natürlicher Mensch. Man darf natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein, ja, bin ich ein Mensch oder bin ich ein Mann, respektive Frau. Das sind auch so Dinge, da will ich jetzt so tief gar nicht drauf eingehen. Ich als geborener natürlicher Mensch unterliege nur dem Naturrecht. Wenn ich mich in Vertragsverhandlungen oder wenn ich mich in Rechtskonstrukte begebe, dann tue nicht ich als natürlicher Mensch das, sondern dann tue ich das mit einer Maske auf, als Person. Person, ja, personare, durch, personare heißt hindurch klingen, ja, also ich trete auf als jemand. In diesem Fall als Staatsangehöriger. Meine Person besitzt eine Staatsangehörigkeit. Aber das nur am Rande. All das erkläre ich und schicke es zum Standesamt. Es soll Notare geben, die unterschreiben sowas nicht, macht nichts. Wir werden im Zweifel in der Zukunft dazu kommen, dass wir uns zu mehreren Leuten zusammenschließen und uns gegenseitig in der Gruppe oder unter Zeugen diese öffentlichen Erklärungen abnehmen lassen oder gegenseitig abnehmen, denn das ist das, worauf es ankommt.
Es muss öffentlich sein. Ja, ins Standesregister, Personenstandsregister dürfen nur öffentliche Dokumente aufgenommen werden. Keine privaten Spielereien. Und zu gerne bezeichnen die Leute so etwas als private Spielerei. Nur dafür haben wir gesagt, geht zum Notar. Aber wenn die künftig keine Lust mehr haben, dann machen wir das selber. Tut euch zusammen. Beeidigt euch das gegenseitig oder bezeugt es euch. Unterschreibt auf den Urkunden gegenseitig. Dann wird auch das reichen. Außerdem spart ihr eine Menge Geld dabei. Thema Willenserklärung. Ich habe eben schon mal dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zitiert. Da ging es um Artikel 116.2. Eine sehr spannende Begründung des Bundesverfassungsgerichtes betreffs der Willenserklärung formulieren die wie folgt. Seinen Willen, deutscher Staatsangehöriger zu sein, bringt der Verfolgte, das war ja die betroffene Gruppe, bringt der Verfolgte durch Wohnsitzbegründung oder durch Antragstellung, Artikel 116 Absatz 1, zum Ausdruck. Das heißt, in dem Moment, wo ich einen Antrag stelle auf Staatsangehörigkeitsausweis, ist das die Willenserklärung. Im Grunde brauche ich das gar nicht, was ich da eben gezeigt habe. Das reicht. Für Leute, die den gelben Schein nicht machen wollen, weil sie sich nicht durch die BRD-Verwaltung oder weil sie sich nicht an die BRD-Verwaltung wenden wollen, da wäre so eine Willenserklärung ganz gut. Aber das Problem von denen ist, sie kriegen es niemals eingetragen. Das ist das Problem. Sie werden den Nachweis, dass sie die Staatsangehörigkeit besitzen, niemals bekommen. Als nächstes klären wir bitte die Abstammung bis vor 1914. Und zwar immer beglaubigt. Warum 1914? Nun, wir hatten es ganz zu Anfang. Frage der Souveränität, Frage der Staatlichkeit. Das hat auch mittlerweile jeder gefressen. Und selbst das Bundesverwaltungsamt, dieses hier ist ein Auszug aus einem Informationsblatt des Bundesverwaltungsamtes, weist darauf hin. Ja? Also, Gleiches gilt auch für die nächsten Generationen, bis zu dem Vorfahren, der vor 1914 in Deutschland geboren wurde. Hier steht die Zahl auch mal ganz explizit vom Bundesverwaltungsamt. Wie macht man das, seine Vorfahren nachweisen? Nun, wie gesagt, durch beglaubigte Nachweise. Ich sage immer, bestellt sie, wenn ihr sie bestellt, mindestens zweifach. Denn das eine, die eine Urkunde gebt ihr ab und die andere Urkunde habt ihr als Duplikat für euch. Von der wiederum kann ich dann um die Ecke nochmal eine andere Beglaubigung verfertigen lassen. Es zählen Geburtsurkunden, Auszüge aus dem Geburtenregister. Das ist ein großer Unterschied. Ja? Links Einwohnermeldeamt, rechts Standesamt, Geburtenbuch. Informiert euch, das kriegt ihr alles raus. Sterbeurkunden zählen, Auszüge aus Familien bzw. Stammbüchern. Das nehme ich ja immer am liebsten, weil auf so einem Auszug in der Regel drei Generationen stehen. Also ein Familienbuch wurde ja angelegt bei einer Heirat. Es heiratet der Mann, die Frau, vom Mann, jedenfalls war es bei mir so, von meinem Vater, stehen seine Eltern drin, von der Mutter stehen ihre Eltern drin. Und dann eine Seite weiter stehen die gemeinsamen Kinder drin. Und damit habe ich drei Generationen zusammen. Und das ist insofern interessant, weil ich ja die Ableitung nach Familienstand vornehmen darf. Das heißt, wenn ich als eheliches Kind zur Welt gekommen bin, sind die Vorfahren, an denen ich mich orientiere, dann ist es mein Vater. Komme ich als uneheliches Kind auf die Welt, ist es meine Mutter. Und diese Entscheidung wird in jeder Generation nochmal neu getroffen. Ja? Leite ich als uneheliches Kind zum Beispiel von meiner Mutter ab, stellt sich meine Mutter nochmal die Frage oder ebenfalls die Frage, bin ich als eheliches Kind zur Welt gekommen? Wenn ja, dann leitet sie wiederum über den Vater ab und so weiter, bis ich vor 1914 gelandet bin. Wer keine Nachweise in
Standesämtern findet, der kann sich an die Kirche wenden. Die sind auch oft sehr gut sortiert. Und alle Nachweise für Vorfahren aus den deutschen Ostgebieten ist das Standesamt 1 in Berlin zuständig. Nummer 4. Ich hole mir einen Antrag von der Seite bva.bund.de. Hier kommt eine Hilfe zum Ausfüllen. Es ist schwierig, das zu verschicken, weil das ist so ein PDF-Dokument, was man am Rechner ausfüllen kann. Und wenn es den eigenen Rechner verlässt, dann sind die Angaben weg. Bisschen problematisch. Aber nicht schwer zu machen. Klar, ich trage nur das ein, was unbedingt notwendig ist. Familienname, Vorname, Geburtsdatum ist schon klar. Geburtsort, Kreis, bitte nennt den Ort, aber keine Postleitzahl. Nur den Ort. Der Geburtsstaat, Königreich Preußen, also bei mir ist es Preußen. Entweder Königreich Preußen oder Bundesstaat Preußen oder einfach nur Preußen. Sogar Deutschland geht, aber wer weiß, was seine Staatsangehörigkeit ist und wo sie herkommt, ja bitteschön, der Geburtsstaat ist Preußen. Wir haben schon mal festgestellt, ne, an den Karten oben, das ist die korrekte Bezeichnung. Familienstand ist klar, aktuelle Anschrift, wiederum keine Postleitzahl, der Wohnsitzstaat ist ebenfalls Preußen. Das ist übrigens mein Antrag, den ich so eingereicht habe und der durchgekommen ist. Ich besitze oder besaß einen deutschen Ausweis oder Pass. Ja, wenn ihr einen habt, dann habt ihr ihn. Die wissen es ja sowieso. Einfach eintragen. Dann kommt das mit der Abstammung. Ich habe die Staatsangehörigkeit erworben durch. Bin ich ehelich zur Welt gekommen. Abstammung vom Vater. Dann kommt eine Anlage V dazu, die wir gleich auch noch uns angucken werden. Und jetzt wird es wichtig. Sonstiges machen wir ein Kreuz. Abstammung gemäß § 4 Absatz 1 Rustag Stand 1913. Und jetzt kommt dieses schöne Feld. 4.1, ich besitze nur die deutsche Staatsangehörigkeit. 4.2, ich besitze oder besaß neben der deutschen Staatsangehörigkeit noch folgende weitere Staatsangehörigkeiten. Der Punkt, ich besitze nicht die deutsche Staatsangehörigkeit, wird uns in diesem Antrag leider nicht angeboten. Sonst würden wir den natürlich dankend bedienen. So nehmen wir das kleinere Übel und sagen, ich besitze neben der deutschen Staatsangehörigkeit, Klammer auf, Klammer zu, die ich nicht besitze, auch die Staatsangehörigkeit in Preußen. Seit Geburt, weil es das Gesetz so vorgibt. Und erworben durch Abstammung gemäß § 4 Absatz 1, Rustag Stand 1913. Seit neuestem verlangen die Staatsangehörigkeitsbehörden auch die Aufenthaltszeiten. Nun ja, dann ist es so. Ich habe Militärdienst geleistet oder ich habe keinen Militärdienst geleistet. Sehen Sie sich vor und schreiben Sie als Staat niemals da rein, dass Sie für die BRD Wehrdienst geleistet haben. Das ist Hochverrat. Ja? Wer als Deutscher für die BRD Wehrdienst leistet, oh, 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 oh. Das braucht man alles nicht. Angaben zu meiner zuständigen deutschen Auslandsvertretung trifft für Sie dann zu, wenn Sie tatsächlich jetzt im Ausland wohnen. Dann können Sie auch jemanden bevollmächtigen. Ja, wenn Sie selber Ihren Wohnsitz im Ausland haben, können Sie einen in Deutschland bevollmächtigen, die Unterlagen entgegenzunehmen. So. Das heißt, ich benötige als Anlagen die Anlage V für Vorfahren und weitere Anlagen, das kreuze ich immer an, um mir als Merkmöglichkeit einfach nur da einzutragen, was brauche ich? Ich habe den beglaubigten Auszug aus dem Familienbuch um die Abstammung meines Vaters nachzuweisen. Das gleiche habe ich für meinen Großvater. Dann bin ich vor 1914 gewesen und ich selber lege die Kopie eines Reisepasses oder eine beglaubigte Urkunde von mir selbst bei. Und das war's schon. Schauen wir uns noch schnell die Anlage V für die Vorfahren an. Hier kreuze ich jeweils an. Verwandtschaftsverhältnis, in diesem Fall der Vater. Hier kommen die gleichen Angaben. Wiederum Geburtsstag Preußen. Was wichtig ist, ist der Familienstand meines Vorfahren, weil daraus ergibt sich ja, an welcher Linie ich mich orientiere. Ja? Also wenn ich sage, ich orientiere mich an der Vaterlinie, dann muss ich ja auch nachweisen, dass er verheiratet war. Ja?
So, ob der einen Ausweis besessen hat, könnte sein, aber weiß ich nicht. Brauche ich keine Angaben zu machen. Er auch wieder hat seine deutsche Staatsangehörigkeit, erworben durch Abstammung, ebenfalls vom Vater und wieder die gleichen Eintragungen, die ich auf dem anderen Blatt auch hatte. Ja, und das war's. Hier noch ein paar Tipps. Ich habe sehr viel mitbekommen, was Leuten passiert, die den Antrag stellen. Die Angaben, wie ich sie hier gezeigt habe, und damit meine ich Besonderes, die Staatsangehörigkeit, also der Geburtsstaat und so weiter, sind korrekt. Der BVA-Antrag ist deutschlandweit verwendbar. Das heißt, wenn jemand ankommt und sagt, wir sind hier in Bayern, Baden-Württemberg und so weiter, Sie müssen den nehmen. Nein, müssen Sie nicht. Änderungswünsche der Verwaltung müssen die schriftlich und unter Nennung der gültigen Gesetze bitte vorbringen. Von wegen, wie bitte? Geburtsstaat Preußen? Nee, sowas nehmen wir nicht an. Sie müssen da Bundesrepublik Deutschland eintragen. Hallo? Das ist unsere Verwaltung. Die nehmen genau das entgegen, was wir da reinschreiben. Denn es ist unser Antrag. Da hat niemand drin rumzufuhrwerken. Das Kreuzchen zu machen, ich habe nur die deutsche Staatsangehörigkeit, statt der anderen, die ich ankreuzen will, und stattdessen die Annahme dieses Antrages verweigern, oh nein. Da müssen wir leider mal eine Fachaufsichtsbeschwerde vornehmen. Denn der Möchtegern-Beamte ist seines Faches gar nicht gewachsen, seinem Fach gar nicht gewachsen. Das geht überhaupt nicht. Also wenn Sie sich darauf einlassen, mit denen zu diskutieren, Änderungswünsche von denen bitte schriftlich und unter Nennung der gültigen Gesetze. Und dann ist die Diskussion meistens beendet. Das können Sie natürlich nicht. Wenn Sie beschließen, den Antrag persönlich einzureichen, nehmen Sie sich sicherheitshalber einen Zeugen mit. Ansonsten reichen Sie schriftlich ein. So, der nächste Schritt ist, sich beim Einwohnermeldeamt bzw. beim Ausländeramt vor Ort erkundigen, wo der Antrag einzureichen ist. Ja, Sie hören richtig, das Ausländeramt ist für uns zuständig. Denn aus Sicht der BRD sind wir deutsche Ausländer. Das ist konkludentes Handeln. So, nach dem Erhalt des gelben Scheins wenden wir uns an das Bundesverwaltungsamt in persona Herrn Peter Peterlini, dessen E-Mail-Adresse ich hier aufgeführt habe, und bitten um einen ESTA-Registerauszug. Das Ding sieht so aus. Hier ist die laufende Nummer eingetragen, da oben dann die ganzen Personalien. Interessant wird es hier. Erworben durch, also die Staatsangehörigkeit wurde erworben durch und der korrekte Eintrag, wenn ich die entsprechenden Unterlagen gebracht habe, ist Geburt, also durch Abstammung, gemäß § 4 Absatz 1 Rustag. Ich habe gehört, dass genau dieser Punkt heute anders eingetragen werden soll. Und jemand hat auch behauptet, dass sogar bei den alten Nachweisen all das geändert wurde. Ich kann das noch nicht verifizieren. Ich habe mich noch nicht darum kümmern können. Sollte dem so sein, dann ist da was falsch gelaufen. Und dann dürfen wir uns darum kümmern. Aber dazu werde ich ganz am Ende noch mal einen Vorschlag machen, wie wir das tun. Als nächstes hole ich dann in der Gemeinde eine sogenannte Vollauskunft. Also, ich gehe zu meiner Staatsangehörigkeitsbehörde. Die stellen mir den gelben Schein aus, den Staatsangehörigkeitsausweis, und müssen diese Personenstandsveränderung dann melden. Und zwar in zwei Richtungen. Einmal nach oben ans Bundesverwaltungsamt, das hatten wir gerade mit dem ESTA-Registerauszug, und einmal nach unten in Anführungszeichen, das heißt an die Stelle, wo ich gemeldet bin, um Folgendes einzutragen. Nämlich die Glaubhaftmachung der deutschen Staatsangehörigkeit. Das hier ist eine Vollauskunft, ja, die sogenannte Vollauskunft, wo alles über mich drinsteht. Interessanterweise entblöden die sich nicht,
trotzdem Staatsangehörigkeit Deutsch da reinzuschreiben, wo mindestens Deutscher stehen müsste. Aber gut, wir kennen ja die Spielchen, aber das ist der entscheidende Satz. Und wenn Sie angehalten werden, irgendwann mal unterwegs, und Sie sagen den Herren in Blau, also dem BRD-Werkschutz, Sie sind gar nicht für mich zuständig. Telefonieren Sie mal nach Hause. Dann rufen die da an und stoßen darauf. Und wenn die Herren informiert sind, dann geben die Ihnen die Papiere zurück und sagen, gute Weiterfahrt. Wenn nicht, dann dauert es halt ein paar Minuten länger. Aber das ist sehr wichtig, dass es hier eingetragen wird. Und Sie haben die Pflicht. Also die Staatsangehörigkeitsbehörde hat die Pflicht der Weitermeldung dieser Personenstandsveränderung. Und die dieses Register betreiben, haben wiederum die Pflicht der umgehenden, so steht es im Gesetz, der umgehenden Eintragung. Sie müssen es machen. So, und dann reichen Sie einen Widerspruch gegen den Staatsangehörigkeitsausweis ein. Warum? Weil Sie auf dem, also mit der gelben Urkunde, die deutsche Staatsangehörigkeit bestätigt bekommen. Was Sie aber einreichen, sind ja alle Unterlagen, den Nachweis Ihrer Vorfahren bis vor 1914, die Sie damit zum Staatsangehörigen in einem Bundesstaat machen. Und was hilft man Ihnen über die deutsche Staatsangehörigkeit? Nö, die wollen wir nicht. Da gibt es ein schönes Schreiben. Ein Musterschreiben, ja, was ich an die Behörde schicke und ich lege Widerspruch ein. Und meine Damen und Herren, es ist nicht wichtig, ob die dem hinterher abhelfen oder nicht. Das Wichtige ist, dass sie denen mitgeteilt haben, ich weiß Bescheid. Und ich dachte mir, vielleicht haben die einfach mal die Schnauze voll davon, wenn jeder gelbe Schein reklamiert wird. Weil sie erkennen, die wissen doch Bescheid. Wir werden sehen, was passiert. Wenn Sie fertig sind mit der ganzen Geschichte, habe ich eine Bitte, schicken Sie den ESTA-Auszug und auch den Staatsangehörigkeitsausweis per Mail bitte an post@gelberschein.info. Das ist die Seite, auf der wir künftig informieren werden, auf der wir Informationen auch zum Runterladen all dieser Dokumente, die Sie hier gesehen haben, sofern es welche sind, wo Sie eine Formulierungshilfe gebrauchen können, zur Verfügung stellen werden. Und machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie das uns zuschicken. An der schlimmsten Stelle sind die Dokumente sowieso schon, nämlich in der Höhle des Löwen beim BVA. Also, das kennen wir. So. Wir haben ja von einigen Widrigkeiten schon gehört, die uns bereiten können. Die lieben Damen und Herren, und ich hatte Ihnen eingangs gezeigt, diese Handlungsempfehlungen seitens der Innenministerien, seitens der sogenannten Verfassungsbehörden. Sie wissen, das sind die, die uns vor einer Verfassung schützen. Diese Pamphlete hatte ich Ihnen gezeigt. Und die sorgen dafür, dass man uns den ein oder anderen Dienst und die Gefälligkeit versagen soll. Das heißt, wir können schreiben und schreiben und schreiben. In dieser Handlungsempfehlung steht, die Schreiben der sogenannten Reichsbürger, und das sind halt diejenigen, die das so machen, sie werden da sehr schnell einsortiert, auf die gehen sie am besten gar nicht ein. Das ist die Zeit gar nicht wert und die verstehen das sowieso nicht. Und so weiter. Ja? Also wir verstehen das sowieso nicht. Das bedeutet, dass wir mit noch so gut gemeinten, mit noch so gut formulierten, mit noch so richtigen Schreiben doch nicht zu unserem Ziel kommen werden. Was können wir dann noch tun? Ich habe mir jetzt einfach mal überlegt, dann handeln wir. Und zwar ein bisschen anders. Wir treffen uns. Wir nennen das Ganze Treffpunkt Gelber Schein. Und es soll so einfach sein wie möglich. Wir treffen uns vor dem Ausländeramt. Wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, soll es ungefähr 570 Staatsangehörigkeitsbehörden geben, über Deutschland verteilt. Die kennen wir ja dann. Jeder, der den gelben Schein beantragt hat oder das tun will, der wird irgendwann mal drauf stoßen, aha, ich muss da und dahin. So. Jetzt gehen wir dahin.
und sagen, für den Fall, dass es stimmt, dass sie uns jetzt im ESTA-Registerauszug nicht mehr eintragen, erworben durch Geburt nach Abstammung, § 4.1 Rustag. Wenn die uns das nicht mehr eintragen wollen und damit die Angaben auf unseren Urkunden verfälschen und wir bitten sie schriftlich darum, das zu ändern und wieder in die Richtigkeit zu bringen und sie tun das nicht, nun, dann gehen wir die besuchen. Dann gehen wir hin zur Staatsangehörigkeitsbehörde, zum Ausländeramt. Und damit wir uns nicht großartig absprechen müssen, machen wir das jetzt zur Regel. Wie war das damals in Leipzig, die Montagsdemos? Da musste sich keiner mehr großartig absprechen. Wir treffen uns jeden ersten langen Behördentag im Monat. Denn in den meisten Fällen gibt es ja, was weiß ich, da ist der Dienstag oder der Donnerstag oder vielleicht der Mittwochnachmittag. Ich glaube, Dienstag oder Donnerstag sind die betreffenden Tage, wo es dann an einem Nachmittag länger geöffnet ist. Und jetzt nehmen wir mal an, es ist der Dienstag und da ist bis 18 Uhr geöffnet. Dann weiß jeder, am ersten Dienstag im Monat um 17 Uhr treffen wir uns vor dem Ausländeramt. Wir alle haben nicht unseren gelben Schein, aber eine Kopie des gelben Scheins dabei und natürlich den ESTA-Registerauszug. Nehmen Sie keine Originale mit zu sowas. Lassen Sie die Originale schön an einer sicheren Stelle. Ja, so. Wenn es nämlich mehr Leute werden, dann kommen auch andere Leute dazu, die dem Treiben dann zugucken werden. Ja, so. Dienstag, 17 Uhr, vorm Ausländeramt, eine Stunde vor Schließung der Behörde. Und stellen Sie sich das mal vor, da stehen mal 10 oder 20 Leute und die haben einen Änderungswunsch und die gehen dann alle zusammen mit dem Registerauszug da rein und die sagen, guter Mann, gute Frau, wir hätten da einen Änderungswunsch. Wir haben das schon 3, 4, 5 Mal schriftlich versucht, aber sie reagieren gar nicht darauf. Da dachten wir, wir kommen sie mal besuchen und verleihen unserem Wunsch mal eine persönliche Stimme. Zwei persönliche Stimmen, 20, 50. Und jetzt ändern Sie das, denn es ist Ihre Pflicht. Und wir gehen nicht eher, bevor Sie das für alle geändert haben. Und dann wollen wir doch mal schauen, was passiert. Oder haben Sie einen besseren Tipp? Ich weiß dann keinen mehr. Das sind unsere Rechte. So haben die sie uns ins Gesetz geschrieben. Und jetzt missachten Sie sie? Irgendwas stimmt doch da nicht. Nutzen Sie die Gelegenheit, tauschen Sie Ihre Kontaktdaten aus. Kann ja sein, dass mal irgendwann mal eine technische Panne passiert und wir nicht mehr mailen können oder Facebook wird abgeschaltet. In anderen Staaten sind diese Pannen schon mal passiert. Plötzlich konnten die Menschen nicht mehr kommunizieren. Aber sie haben doch Telefone und sie kennen sich und dieser Treffpunkt ist einer, der immer gültig ist. Und es wird immer Leute geben, die da sind. Vielleicht trifft man sich später in diesen Runden dann mal am Stammtisch. Vielleicht hilft man anderen, die den gelben Schein noch nicht haben, zu ihm zu kommen. Vielleicht trifft man sich, um seine Gemeinde zu reorganisieren. Ein ganz anderes, aber sehr, sehr interessantes Thema. Die Reststaatlichkeit des Deutschen Reiches liegt in den Gemeinden. Die können sie autonom, autark machen. Da sind gigantisch große Möglichkeiten. Vielleicht ist der Nukleus genau in solchen Treffen. Ich wünsche Ihnen gutes Gelingen.